Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tomb Raider The Angel of Darkness. Hier ist mal wieder Boom 36. Den Weg, also oben, also in diesem Raum hier, gibt es nichts mehr. So wie ich es euch im letzten Teil erzählt habe, gibt es wirklich nicht mehr. Gibt es nichts mehr. War ein Fehler von mir, tut mir leid. Als allererstes werden wir diesen Raum hier verlassen. Und damit wir diesen Raum verlassen, müssen wir diese Leiter betreten und uns runterfallen lassen. Am besten nicht ganz. Solltet ihr heute irgendwas hören im Hintergrund, dann tut es mir leid, weil ich habe heute Besuch, also nicht ich habe Besuch, sondern mein Dad ist heute zu Hause und ich nehme eigentlich nie auf, wenn mein Papa zu Hause ist. Und deswegen könnt ihr vielleicht ein Gekichere oder sonst was hören im Hintergrund, das tut mir echt leid. Als allererstes tun wir in dem nächsten Raum an der Seite entlang gehen, zu dieser Lasertür, damit wir einen neuen, wunderschönen Tagebucheintrag kriegen. Und in diesem Tagebucheintrag steht, wenn ich ihn geöffnet habe, lese ich euch vor, steht, nein, das kann nicht sein. Ich muss in die Biokuppel, steht da. Ich habe nur eine Seite umblättern müssen, gut. Jetzt ist es wichtig, ein Power-Up zu holen. Und zwar dieses Power-Up, also alle, ja, danke Lara, dass du es mir auch noch zeigst, dabei weiß ich es auswendig. Danke. Als allererstes erschießen wir hier diesen Hund. Gut, damit er uns nicht mehr auf die Nerven geht. Jetzt geht es zum Power-Up. Es ist wichtig, dass man es richtig macht. Und ich werde es euch jetzt Schritt für Schritt erklären. Und damit ich euch zeigen kann, dass ich damit ich nichts falsch mache, tue ich jetzt hier sicherheitshalber speichern. Weil ich weiß, wie schnell man da sterben kann. Okay. Und jetzt zeige ich euch diesen Trick, also diesen Power-Up, Schritt für Schritt. Als allererstes schiebt man die Kiste, die vor dem Kistenstapel genau steht, an den Kistenstapel heran. Und zwar geradeaus. Weiter, Lara. Lara. Mann, Lara. Lara! Danke. Okay. Jetzt versucht man so weit wie möglich. Okay, es geht nicht mehr. Dann gibt man links um den Kistenstapel herum. Um auf eine Kiste zu klettern, die in der Lücke steht. Genau gegenüber zieht man die Kiste so zweimal in die Lücke rein, wo man draufsteht. Dann klettert man über die Kiste, lässt sich hinten runterfallen, dreht sich um, steigt auf die Kiste, das müsste sie schaffen, schiebt die Kiste so weit wie möglich an den Rand vor sich, steigt dann auf diese Kiste, also das wäre dann schon Schritt Nummer 3, steigt dann auf diese Kiste, zieht die Kiste, die ganz oben steht, wieder an sich ran. Zweimal. Immer zweimal ziehen, weil sonst steigt sie sich da nicht drauf. Dann ist es besonders wichtig, nicht auf die Kiste zu steigen, denn über mir ist noch dieses Gas. Und das seht ihr vielleicht an diesen weißen Streifen, die sich da in der Luft über meinem Kopf befinden. Solltet ihr jetzt auf diese Kiste steigen, sterbt ihr sofort. Also lasst ihr euch an der Seite runterfallen, steigt auf die Kiste, die wir als allererstes geschoben haben, steigt auf die nächste Kiste, das müsst ihr sie schaffen, wenn ihr sie zweimal zu euch gezogen habt, und schiebt sie ganz an den Rand. Und jetzt wird sie stärker. Und jetzt erschießen wir erstmal den Hund und dann ist es jetzt wichtig, ein Rohr zu betätigen, also ein Ventil zu drehen, und damit der Gas da oben weggeht. Das ist jetzt besonders wichtig. Und dafür gehen wir jetzt hier außen rum. Und ich glaube, ich laufe gerade den langen Weg außen rum. Sorry. Ja, ich laufe wirklich den langen Weg. Okay. Und zwar gehen wir jetzt hier dafür außen rum, um einen Kistenstapel zu finden von zwei Kisten. Genau den da meine ich. Diesen Kistenstapel zieht man. Also nicht drücken, sondern ziehen. Den zieht man so lange, wie es geht, also so weit, wie es geht, um an ein Ventil zu kommen, damit ich das Gas ausschalten kann. Weil wenn ich das Gas nicht ausschalte, wäre es möglich, wäre es nicht nur möglich, sondern ist es einfach Tatsache, dass ich sofort umkomme. Okay. Ja, jetzt hangen wir uns hier entlang.
und dann betätigen wir das Ventil. Und in einer kurzen Videosequenz sehen wir, wie auf einer Seite vom Rohr das Ventil, also der Gas, dieser Gas oder dieser Dampf oder wie auch immer ihr das nennen wollt, entweicht. Auf jeden Fall ist es Gas, weil wenn es Dampf wäre, dann würde ich nicht sterben. Dann gehen wir wieder zu dem Kistenstapel zurück, gehen auf wieder Kiste, gehen auf die letzte Kiste, Lara. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, darüber zu kommen. Entweder man hüpft hier einen Seitwärtssalto oder man hängt sich an die Stange. Und ich werde hier speichern, weil neben mir spuckt nämlich dieses andere Rohr immer noch Gas. Und da dürft ihr nicht hinhüpfen, weil sonst seid ihr auch gleich wieder tot. Also wenn ihr den Seitwärtssalto probiert, weil ich weiß ganz genau, dass das funktioniert. Und wenn ich es schaffe, werde ich euch zeigen, ansonsten hänge ich mich einfach an die Stange. Weil es ist eh sowieso sicher, sich an der Stange zu hängen. Also wenn Lara kooperiert und den Seitwärtssprung macht, werde ich euch zeigen, dass das geht. Ansonsten, okay, sie macht ihn mir nicht. Ansonsten hänge ich mich an die Stange. Also das heißt, ich hänge mich jetzt an die Stange. Oh, ja, das ist mir erst jetzt aufgefallen. Also lasse ich mich nochmal los. Um an der Stange rüberzukommen, müssen wir die Beine anziehen. Und dafür müssen wir die Taste zum Ducken drücken. Und dann können wir uns einfach fallen lassen. Die Hunde sind ja schon weg. Welch ein Glück für mich. Lara, lass dich fallen. Danke. Und jetzt kriegen wir wieder einen wunderschönen neuen Tagebucheintrag. Tagebuch. Und da steht, ich muss den Strom abschalten. Dann komme ich durch die Kuppel zum Gewölbe. Also durch die Kuppel, also das Gewölbe ist damit gemeint, wo das letzte Gemälde der Finsternis ist. Und genau da muss ich hin. So, und jetzt, schaue ich mal hier ein bisschen rum. Weil manchmal wollen die, legen die Entwickler irgendwo was hin, wie ein Medipack oder so. Als allererstes müssen wir hier diese Leiter hoch. Oh, ich möchte sie gerade von der Faltenseite besteigen. Ja, Lara, das geht nicht. Lara! Oh Mann. Okay. Jetzt gehen wir hier entlang. Wir springen am besten hoch. Ich möchte nicht Ewigkeiten die Leiter hochklettern. So. Dann gehen wir jetzt die Leiter hoch. Und betätigen hier diesen Schalter. In einer Videosequenz sehen wir zwei Kreissägen, die einen Stein schneiden sollen. Eine Kreissäge funktioniert nicht richtig und schneidet oben den Lüftungsschacht kaputt. Und das ist dann mein Weg, um weiterzukommen. Welch ein Glück für mich. Und jetzt musste man eigentlich normalerweise nicht runtergehen, aber ich zeige euch noch ein witziges Extra. Und zwar, dieses Extra befindet sich bei der Steintafel, die zwei Kreissägen abgeschnitten haben. Man geht auf diese Steintafel drauf zu und sie sagt, diese Schrift habe ich noch nie gesehen. Und ich finde das immer so witzig, weil ich möchte es gerne lesen, aber sie sagt, diese Schrift habe ich noch nie gesehen. Mensch, Lara, ich wollte es lesen. Lara! Warum? Ich dachte, du kannst einfach alles. Warum kannst du das dann nicht lesen? Hä? Ich finde das immer so witzig. Da rege ich mich jedes Mal auf. Ich zeige es jetzt einfach. Und jetzt zeige ich euch noch ein bisschen die Gegend. Weil ich einfach gerade Bock dazu habe. Keine Ahnung warum. Ich stehe auf die auf der Steintafel. Schön. Nein, Lara, an der Kreissäge geht's nicht weiter. Willst du dich umbringen oder so? Ja, und da geht's erst recht weiter. Voll! Um weiterzukommen, muss ich die Leiter, die ich vorhin erklommen habe, wieder nochmal erklimmen. Also nochmal nach oben steigen. Und das wäre es aus einer Steintafel. Und da sagt sie jetzt aber nicht, diese Schrift kann ich nicht lesen. Sie sagt nämlich gar nichts dazu. Wenn ich jetzt endlich mal diese Leiter endlich mal bestiegen habe. Und hier ist die Leiter. Und der Strom ist immer noch an. Schön. Und hier ist die Leiter. Lara, die Leiter. Lara. Ja. Genug Kamerafahrten gehabt. Ja, okay. Wird wohl doch noch ein bisschen dauern.
Ja, ich schau auch gerade, wie ich entlang muss und dann kann ich der Leiter hochgehen. Okay, jetzt muss ich nur noch diese Leiter hoch und sobald ich die Leiter oben bin, weiß ich jetzt schon allein vom Gefühl her, muss ich das Video stoppen und einen neuen Teil aufnehmen. Ja. Also ich steige jetzt die Leiter empor. Und dann machen wir hier Pause und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dann.